Und wir sind wieder im Unabhängigkeitskrieg der Vereinigten Staaten. Es ist eine Weile her, dass ich was gespielt habe, von daher bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, was ich hier zu tun habe. Das ist, okay, das ist nur der Farmmarker. Was ist das da? Die Mine. Aber keine Special Events, von daher ist mir das egal. Die interaktiven Gespräche habe ich, weiß ich noch, wollte ich ignorieren. Das Spielchen, da ignoriere ich auch. Oh. Haben wir eine Schnellreise? Okay. Na, dann machen wir doch einfach die nächste Hauptmission. Was kann schon schief gehen? Ja, springen kann ich noch. Nee, mit R war's. Ja, mit R kann ich hier Dinge auswählen. Alles klar. Hallo Hundi. Hallo, hallo. Oh, süß, 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 süß. Du musst gebadet werden. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Radun Hagedum! Radun Hagedum! Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Ach, schön. Oh, wir haben ein neues Gerät im Geschäft. Muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Das läuft ja wieder gut. Moment, ich kann doch... Ach, das gute alte Special Pferd. So. Hallo Klopsmops, willkommen im Stream. Freut mich, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Abend gestern. Ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder Assassin's Creed weiterspielen. Naja, das habe ich auch als Serie für meinen YouTube-Kanal angefangen und ja. Wie es halt so ist, irgendwann muss man es einfach mal zu Ende spielen, damit auch die komplette Serie da ist. Ja, ich hatte gestern auch einen sehr angenehmen Abend. Ursprünglich war geplant, dass wir Pen and Paper spielen. Das hat aber nicht so gut funktioniert, wie gedacht, weil uns fehlte immer noch der Linux-Patch für den Tabletop-Simulator, dass der stabil läuft. Weil einer von unseren, also einer von den Mitspielern ist auf Linux. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert. Also Grüße an die Tabletop-Simulator-Macher. In dem Schritt macht er nicht diesen Patch. Weil wenn diese Folge hier rauskommt auf YouTube, dann ja, ist sowieso zu spät. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Und stattdessen haben wir dann King noch ein bisschen was in Stellaris gezeigt, wie er halt Dinge besser machen kann. Was auch ziemlich wichtig ist. Ja, sogar direkt daneben an. Na
Okay, was heißt hier direkt daneben an? Da unten irgendwo. Nachdem ich jetzt eine Weile kein Assassin's Creed mehr gespielt habe, siehst du jetzt wahrscheinlich meinen ersten Misserfolg für des Tages. Warum konnte ich jetzt nicht da einfach rüberrennen? Achso, so rum kann ich da. Achso, ja gut. Es wäre auch zu einfach, wenn ich hier aber außen rum renne. Müsste aber emuliert auf Linux laufen, wenn man das Config ein bisschen rum ist. Ja, es gibt auch ein natives Linux, einen nativen Linux-Client für, von dem Spiel. Da ist halt das Problem, wenn der Patch. Also, die haben vor kurzem die Grafik-Engine umgebaut. Hat sogar funktioniert. Also die haben vor kurzem die Grafik-Engine umgebaut. Und das Problem ist halt, dass die da auch die eine neue Unity reingeschmissen haben, eine neue Unity-Version. Und ja, wie soll ich sagen, auf Windows haben sie am gleichen Tag nochmal einen Hotfix rausgeschmissen, aber für Linux halt nicht. Dementsprechend stürzt der Client einfach ab, der native Linux-Client. Ich habe das Gefühl, das sind ein paar Wachen. Sind das da Sprengfässer? Auch interessant. Richtig. Ungünstig ist das richtige Wort. Wir haben es jetzt am Dienstag versucht, eine Runde zu spielen und haben gehofft, dass das vielleicht bis gestern gefixt worden ist. Aber es ist leider nicht gefixt worden. Klassischerweise meine Nase juckt jetzt halt wenig. Finde ich doof. Wie das halt so ist, wenn man gerade live geht. Haben das halt versucht, gestern nochmal zu spielen. Weil wir da dann nochmal weiterkommen wollen, weil wir jetzt die nächsten 4 Wochen keine Zeit haben. Also zumindest irgendjemand hat immer keine Zeit. Und ja, hat nicht so gewollt. Aber nachdem wir dann zu viert gerade zusammengesessen haben, haben wir gedacht, okay, King hat sich Stellaris frisch gekauft, hat jetzt nicht so viel Ahnung von dem Spiel. Dann gehen wir halt hin und zeigen ihm ein bisschen was. Ich muss da ganz oben rum. Hallo Schaf. Aber gut, der nächste Versuch ist in 4 Wochen. Vielleicht haben wir da einfach Glück. Okay, wir haben hier schon Bekanntheitsgrad 2. Warum haben wir den jetzt hier schon? An Bewegung. Ich kann mich da nicht drin verstecken. Willst du mich verarschen? Halt schon oben. Nicht, dass ich das Geld brauchen würde.
der ist schon mal weg. Ohne einen externen Server dranhängen. Nee, das funktioniert ja auch nicht, weil der Client abschmiert. Das ist halt das Problem. Der Server ist ja nicht das Problem, sondern der Client. Der Linux-Client. Ah, fuck. Ja, geh du. Kein Problem. Ich bin ja auch nicht der beste Denker, also ich mache auch Denkfehler. Ach, weil die sich umgedreht haben, das erklärt's. Ja, ich wollte mich da eigentlich drin verstecken. Kann ich hier wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ja, Johnson unbemerkt erreichen. Das hat jetzt irgendwie auch nicht funktioniert. Ich wollte jetzt eigentlich mal wieder wechseln zum Schwert. Oh, genau. Und das ist das Problem. Ich starte das Spiel einfach bald neu. Sehr schön. Da ist nämlich mein Windows-Client abgeschmiert von Assassin's Creed. Noch viel geiler wäre es, wenn er mir das Ganze jetzt einfach mal als Vollbild zur Verfügung stellt. So klappt das besser. Aber sehen wir es positiv. Ich habe es ja sowieso geschafft, entdeckt zu werden, also von daher. Morgen streame ich wahrscheinlich gar nicht. Wenn, dann höchstens ein bisschen was am mittags rum. Aber sehr wahrscheinlich gar nicht, weil Wochenende gehört in der Regel meiner Freundin. Außer sie hat zu viel zu tun und kommt nirgendwo vorbei oder sowas. Also kommt nicht vorbei oder ich fahre nicht zu ihr oder wie auch immer. Das ist dann halt so, aber am Wochenende bin ich dann eher sporadisch da. Ansonsten kannst du mit Ausrufezeichen Streamplan die Eventliste anschauen, wann ich was plane. Da kannst du, wenn du willst, auch zu einzelnen Events dir eine Erinnerung setzen oder sowas in der Art. Die kriegst du dann, also eine Twitch-Erinnerung. Da gibt es dann solche Dinge. Ansonsten bin ich eigentlich immer unter der Woche da. Also.
So grundsätzlich mittags unter der Woche, außer ich habe einen Termin oder sonst irgendwas, dann versuche ich aber auch die Liste aktuell zu halten. Nope, du nicht. Ach, dich interessiert's doch nicht. Das ist ja angenehm. Komm, ich will die Leiche aufnehmen. Die Leiche. Oh genau, die Leiche wollte ich auch genau da hinstellen. Hinwerfen. Dann schreibt man sich. Erfolgreichen Stream wünsche ich. Alles klar, war schön, dass du da warst und viel Spaß beim Muttertag feiern. Hat mich gefreut, dass du da warst. Autsch. Autsch. So war das natürlich nicht gedacht. Tschüss. Also dann ein Absturz, ein Fail. Ein nächster Versuch. Das schauen wir mal, wie es darum ist. Vielleicht wird das hier besser. Gut, das mit dem unbemerkt, das können wir jetzt schon ignorieren. Okay, noch sind wir unbemerkt, weil die einfach allesamt nicht hingucken. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both, but we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles. My son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us.
And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end.